Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar ist das Hotel sogar noch sehr, sehr neu. Heute gibt es die Hotelführung von innen. Ja, das ist ein junges Konzept, ein junges Hotel, ein junges Unternehmen. Wir sind heute hier von dem Pyramids Park Hotel in Kairo. Folgt mir auf diese Reise. Das Ganze ist ein One-Take. Ich mache das Ganze hier mit einem Video nur, ohne Schnitte. Und ja, so sieht das vom Eingang hier aus. Ja, am Eingang besser gesagt. Ja, mit goldener Verzierung und eigentlich sehr, sehr reich angefertigt. Oder sehr, sehr reich sozusagen. Sehr fürstlich aufgebaut vor allem. Ja, gut, wir sind da. Wir ziehen uns jetzt das einfach mal rein. Ihr seht außenrum, es ist auch sehr gut gemacht. Die Pfeiler sind sehr, sehr schön. Die Inneneinrichtung ist sehr, sehr schön. Natürlich wird da noch ein bisschen gebaut. Security ist natürlich mit am Start. Polizei ist hier mit am Start. Metalldetektor, wenn wir gleich reingehen. Ihr werdet halt einige Sachen sehen. Ja. Ein wunderschöner Springbrunnen vorne mit einem blauen LED-Licht. Dann haben wir hier die Pfeiler mit LED-Licht. Und ja, folgt mir auf diese Reise durch dieses Hotel hier. Pyramids Park Resort. Ja. Pyramids Park Resort, Kairo. Da wollen wir einfach mal eintreten. Wir treten einfach mal ein, gucken uns das an. Hier sehen wir zum Beispiel auch so Metalldetektoren und Maschinen, die sozusagen die Leute checken, sodass da nicht jeder reingeht. Ne? Also vor allem Leute mit Waffen irgendwie reingehen. Oder die Security in Ägypten ist sehr tight, habe ich euch schon öfters mal gesagt. Und hier wird zum Beispiel nichts dem Zufall überlassen. Ja? Wir kommen jetzt gleich rein in die Lobby und sehen natürlich hier, wie fürstlich das hier alles aufgebaut ist. Mit den Mannequins hier vorne, altägyptische Skulpturen. Dann haben wir da auf der anderen Seite auch noch da hier die Lobby. Eine wunderschöne, gut beleuchtete Lobby mit herzlich warmen Farben. Und hier an den Seiten gibt es hier auch so Touren zu buchen. Da kann man sich mit Leuten sozusagen unterhalten. Wenn jemand krank ist, kann man auch nochmal zum Arzt gehen an den Seiten. Dass das kostet, ist verständlich. Und das ist natürlich nicht mit All-Inclusive. Hier kann man, hier ist eine kleine Bar, Lobbybar. Hier kann man was essen, was trinken. Ich habe mir gerade Wasser geholt, umgerechnet für 2,50 Euro. Ist leider teuer. Ja, also du kriegst schon ein ganzes Essen oder eine Uberfahrt für 2,50 Euro. Hier nochmal mit Pergamentpapier sozusagen. Aber Fake ist nur eine Tapete. Ja, Papyrus-mäßig haben die hier sozusagen jetzt hier. Da habe ich fast hingepackt, Alter. Blauer Baum, so ein Baum mit blauen Blättern, ist natürlich Fake, ist natürlich Plastik, klar. Sieht man auch, ja, Synthetik. Und aber trotzdem schön eingerichtet mit den Stühlen und Tischen. Das Hotel hat auf jeden Fall schöne Sachen hier. Eine schöne Inneneinrichtung. Ich kann mich aber nicht empfehlen, im Hotel zu essen. Also mit All-Inclusive oder Halbpension oder Vollpension könnt ihr das tun. Aber so euch die Dinge kaufen, würde ich euch nicht empfehlen. Fahrt lieber außerhalb oder in die Stadt und holt euch da Sachen. Ja, wir sind jetzt direkt hier in Gizeh. Ein Ortsteil, also ein Stadtteil von Gizeh, beziehungsweise sozusagen wie bei uns in Deutschland oder Berlin. Hier gibt es so verschiedene Kuchen. Zucker ist halt auch nicht mehr mein Fall. Ihr wisst Bescheid. Ein Display, ein bisschen was zu trinken. Salam, guys. Alles gut. Making video, you know. Und hier ist eine kleine Bar, Minibar mit Souvenirs, mit was zu trinken an den Ecken und überall. Ihr könnt hier Snacks haben und ein paar andere Sachen. Hier nochmal eine wunderschöne Couch. Auch mit den Skulpturen an den Seiten. Also ihr seht, die Einrichtung ist wirklich Traum. Ja? Ein junges Hotel mit wunderschönen Einrichtungen. Hier mit Tischen, mit so kleinen Tischen, so eine Chill-Lounge sozusagen an der Ecke. Hier mit einem Eimer. Und was mich auch überrascht hat, die trennen hier auch Müll übrigens. Ne? In der Stadt, in Downtown Kairo habe ich zum Beispiel gesehen, wie sie den Müll trennen. Das ist schon krass. Ja? Also da haben sie auch 3 Tonnen. Und das habe ich ein paar Mal gesehen, nicht überall wie in Deutschland, aber ein paar Ecken habe ich das auch schon gesehen, zum Beispiel an noblen Hotels oder Restaurants habe ich das gesichtet gehabt, ja. Da bin ich sehr aufmerksam. Und hier nochmal eine Skulptur. Also hier ist wirklich alles altägyptisch, ne. Richtig geil eingerichtet. Wir gucken mal ganz kurz so an den, ah ne, da ist der Pool, da gehen wir nochmal zum Schluss raus, ja. Ihr seht hier auf jeden Fall die Einrichtung. Hier ist eine Leiter, da machen die noch ein bisschen was, fallen so ein bisschen an den Ecken. Und die Security ist hier 24/7 mit am Start. Einer der Polizei und zum Beispiel die, wie heißen die? Die, also das Militär ist ja auch hier mit am Start, an jeder Ecke. Und schaut mal, hier gibt es so Souvenirs, so einen eigenen Shopladen.
wo die Souvenirs verkaufen und auch ein schöner Laden. Hallo. 50% stuff. Yeah, I show you a shop. Where from? I'm from Almania, Germany. Willkommen. Thank you. I have now all my hands full, but I'm gonna come up to you, okay? I'm making some video. A little bit. Thank you very much. Thank you. Auf jeden Fall hat er hier sehr viele Souvenire und so viele Öle. Ich glaube, er will Werbung machen. Kein Problem. Yeah. I make commercial for you. No problem. Okay. Yeah. I'll be here since your eyes if like something here. Nice hotel. A very new hotel. Yes. And this is your shop inside. Ja, yeah. Souvenirs and oil. Essential oils. See? Guck mal hier vorne, er macht alles Öl, was ihr wollt. Ja, heftig. Heftig, try this new skin, ja. Er will natürlich verkaufen. Natural. Smell. Hey. Mhm. One more. Ja. Ja, interessant, auf jeden Fall. Ja. Aphrodisiac. What is this? Aphrodisiac for men. Aphrodisiac, okay. Yes. Ah ja, okay. Boah, wow, die Öle brennen nicht, also die sind auch wirklich warm, ne? First one, okay, I put it near your skin. This is a Bakura man. Mm-hmm. And this, if you like something, this pure Chanel near your skin. Ah, but this is oil, yeah? You do it with no oil. Alcohol. No alcohol, krass. Also nur naturell. Alles naturell, nicht einfach so irgendwie. So wasch. Mm-hmm. Okay. I like the second one. Second one, mm-hmm. Okay. How much you see here? This is 50 gram. Okay, 50 gram. Yes, okay. In euro. This is 20 euro. Okay. Second, 100 gram. This is 30 euro. 30 euro. Yeah, okay. And they have aphrodisiac for women also. Mm-hmm. Okay, you call it Grime Zervusta. Okay. This Arabian Night. And this for women, Grime Zervusta. Okay. This 100, 20, 25. In euro. This 40 euro. Mm-hmm. How much is your place? For example, that kind of package. Wie viel ist das? All sit here, okay, 4 Flaschen, mm-hmm. Okay, this 30, this present, mm-hmm. 90 Euro. 90 Euro für das Öl? Yes. Okay. And this 1, 2, 3, Nummer 5 ist present, okay, this 60 Euro. Okay, einmal 60 Euro und einmal 90 Euro das Paket, also sozusagen in einer Box alles drum und dran. Okay. I have sandal holes for massage for arthritis. Mm-hmm. I have mint used for sinus, knees, allergic for asthma, for flu, for okay. Chest. I have lavender, plexi. But the problem is, I'm not the first time in Cairo. I know the prices. Yeah. It's cost of price. Yeah, no, in downtown it's different. Coca-Cola in downtown. In downtown the Cairo is different. I help you to send my son. How old are you? Me, 37. My son, it's, my 52. I'm already an old man. You married not yet? Yeah. Dodo, I have child. I have children. Okay, 11 years. If you married, okay. Old man now. Yeah. What's your name? Geiler Typ. Er sagt so geiler Typ. Er sagt, wenn du geheiratet hast, dann bist du verheiratet. I help you. My name is Six. Six? Yeah. I have 6 Flaschen here. And I have some sitting for 6 after midnight. Wenn ihr mit diesem Hotel seid, tut mir einen Gefallen, kommt auch hier vorbei, bei dem jungen Mann. Ist richtig cool hier. Ja. Believe me, I give you everything, half price for you. No problem, yeah. I help you. For me, I have nothing on me today. I close 11:30. Yeah, okay. Wann? Close today 11:30. Also 11:30 schließt er. Oh. Aber wie gesagt, auch diese ganzen traditionellen Sachen. Das ist nice. 50% discount. But brother, is this original or this is from China? Not something from China. Diese von China, Habibi. No, yeah? Habibi, which one? No, diese? I see, ich habe das gesehen. I see this on Giza. People make this $1. No? $1? Yeah. I see, check. Sag mal. China. Egyptian. No, sorry. Okay, das sieht original aus. Wirklich auch. Ja, das ist schon China. How much is this small one for my daughter? For my daughter. How many daughters you have? I have one. Because here inshallah, if you use it Arabian night, yeah. 3 daughters. That's even this daughter. I make it, this for each one, uh-huh. Each one, this I make it 10 euro. 10 euro, okay. Yes. 10 euro is not vernünftig, it's actually not okay, eigentlich. Yeah? I help you, Allah. Yeah. I hope you sell it for me. I hope. No. Of course, but I'm helping you right now also. I have millions of people watching me. I hope you, everybody come and really? Help you and really? Your friend also. Yeah, no problem, yeah. No problem. I am good man, but I help you the same. Mm-hmm. I hope everybody comes. Das ist immer mein Trick, dass Millionen Zuschauer gucken. Ja, sehr cool. This I make it 4 pieces here, 4 mm-hmm. Flasche. Okay. No 60, I make it 50. How do you make it? You make it yourself or how do you make it? I have some oasis, El Fayoum. El Fayoum, mm-hmm. This 120 kilometers. You grow the flower 2 times in the okay, year. Okay, krass. You squeeze it, you understand? Yeah. Also es gibt so eine Blume, El Fayoum? El Fayoum. El Fayoum.
Und die Leute machen das irgendwo so weiter weg und die machen das alles nur aus den Blumen heraus. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Gut, das ist aber eine Hotelroom-Tour. Ich muss jetzt weiter. Mit Reis ist. War Medium. Das ist nice. Das ist very nice. Das ist for men? Yeah, 1 million Bakuraban. 1 million, ah, okay. Für das war sag 1 million, Digga. This right here. This Arvani Gold. Das ist mit Aqua di Gio. Ah ja, okay, krass. Krass. Das ist very krass. Huh? Very krass. You like something? You like Creed? Creed, ah ja, Creed is a new one, ja? Yeah? Yes, Creed. Yeah. Smell Creed. Mmm, ist okay. Ja. Yeah. Ist cool. Da haben wir jetzt alle Öl raufgeknallt. Ich muss das mal duschen. Arcadia. Arcadio. Arcadia. Das ist okay. Das ist okay. Das ist typical man. Typical man. This is for lady, for big boss. Aha. Jetzt zeigt er mir was für Frauen. Woman is big boss, huh? Mm-hmm. Das ist Christian Dior. Christian Dior, sagt er. Smith, j'adore. Ah, diese, das ist crazy, ja. Yeah. This is strong. I love it. I buy it for my wife always, this. I always buy this for my wife. And this Gucci for woman. Gucci. Gucci Rush, smell. Gucci. Gucci for Mucci, you know? Yeah, sushi. You like Amor Amor Kasherel? Show me. Jetzt richtig. Amor Amor. Hallo, Amor Amor Kasherel. It's good. Everything good here was honey. Good. Very, very good. My name is Honey. What's your name? Honey, yeah? Six. Six? Yeah. My name is Honey. You tell your friend, you come and visit me. I have some room for massage, mosque. How long you are here already? I work here for this hotel. I work before this hotel, Steigenberger. I come here 2 years. I work here. Ah, ja, 2 Jahre ist das schon. Okay. Weil das Ding ist ja neu, ne? Und this is stone. Everything is stone. Ah, ja, okay, die Steine, ne? Die Steine sind auch krass. That's crazy. That's crazy. And this, if you like something for similar, this. Alles original, ja? This, everything here original. This is auch original? No, this metal. Aha, metal, ja. Everything here metal. White metal. Okay, this metal. Brother, you have gold? No. I am not liar. Yeah, gold, silver, no. No, er sagt, ich bin kein Lüger. Ich habe kein Gold. Okay. Empty glasses. Stark. Yes. Okay. Believe nice. Me. Thank you, bro. I'm gonna come, definitely. I'm gonna come back for my wife, you know? Not for me. What but, time? Because I'm not an egoist. I'm gonna come. I think today in the night, I go to sleep in the pyramid. We have a special tour. I go sleep in the pyramid. To meditation? Yeah, meditation. Ooh, I have something for meditation. For the energy. You know? You have meditation? Ah, guck mal hier, er weiß, dass ich jetzt in die Pyramide schlafen gehe. Er sagt, für die Meditieren gehst du da. Ich sag, ja. Schau mal bitte, was er mir jetzt gleich raushaut. Yeah, I'm a very energetic man. Ich brauche Energie, weil ich verschwende auch sehr viel Energie. Ja. You like Blue Lotus? It's only one J6. Kein gibt's. Es gibt nie wieder einen so wie mich. Yes. Und wie dich auch. I have everything for meditation, Bible here. Ah, really, yeah? Yes. Bible? Why Bible? Warum Bible? Ich glaube nicht an Bibel. Chakra. Ach so, okay, ja. Yeah. Lotusblume, this is for crown chakra. Sandalwood and rose, this rose, okay, is for heart chakra, Isis. And the mask for sex after midnight. Ah, yeah, okay, yeah. No, this is the lowest energy. Yeah. This is the lowest. I need the highest. Yes, this everything here. If you like rose, this rose. Sexuelle Energie ist die tiefste Energie. Ich will die höchste haben. Rose, this heart chakra, Isis. This ballast. This is heart chakra. Heart chakra, ja? Okay, and this is jasmine for a stomach. Ah, ja, okay. Jasmine. Ist gut hier für den Bauch. Hat er and gesagt. This mask. Da. Ah, ja, für den unten. Okay, yes. Krass. Okay, krass. Krass. Sandalwood. Ah, I think the man told me no oils with you guys. He just say clean, go clean. Yeah. Yes. That's why. Everything here. They say to us it's forbidden. Just come normal. Yeah. You tell everybody for a friend here, cost the price. I hope you help me. No problem. No customer today. The people see it and I come, no problem. Don't worry, I'm gonna come. You know? I say my word, I come. Always. In evening also. Yeah. Only evening. Because money is energy. Money is not real. How many personal group here? All you? Only me, yeah. Yes. You see what you like? I make good price for you. No problem. Yeah. Because yeah. Nick is here, you tell everybody come visit me here. That's why I come. I'm gonna come second part, okay? Next part. Okay. I'm gonna come. Natürlich hat er auch ein bisschen schwieriger, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Und ich habe ihm das jetzt versprochen, also werde ich auch kommen, ja? Ich werde natürlich nicht so viel kaufen, etwas für meine Frau und etwas ein kleines bisschen für mich und das war's, you know? I don't buy a lot, but you can show me a lot. You can show me everything. This is your shop. If you bought a lot. Exactly, this is dein shop. Yes. You know, I took my heart here. If you like, no like. Friend for me. No problem. I when I come, I buy only maximum 2 things for my wife
And for me, maximum, that's all. No? I work in evening, every day, 7:30 every day. Morgens, ja? Morgens. Arbeitet jeden Tag von 7 Uhr morgens. Heftig. Das you know my name, honey. Okay, okay. Thank you, thank Have you. Have a good day. Thank you very much, You're sleeping good, dreaming good. Yeah, yeah. Your wife here today? No, I came alone. German. I came alone. You came alone? Yeah. Nikki Siri, you come with my sister. I'm an egoist. Yes. Wir hören uns, mach's gut, ja? Auf Wiedersehen, ich komme. Okay. Ja? Mach's gut, Bruder. Das ist ein geiler Typ. Das ist der Shop im Hotel. Auch nochmal so ein bisschen mitgenommen, ist auch lustig, ne? Ist ja wichtig. Ist ja wichtig, dass man sowas auch mitzeigt und so. Und hier geht's natürlich auch weiter. Hier geht's weiter zu der anderen Seite. Hier gibt es auch so Shops mit Skulpturen und Kleidern, altägyptischen, traditionellen Kleidern. Dann gibt es hier Skulpturen, Schals, T-Shirts, was ihr wollt, ne? Klamotten, dann Zahnpasta normal. Das ist so wie so eine Art 24-7-Shop. Da sitzt auch ein Kollege drin, guckt Fernsehen gerade. Auch die Skulpturen sind hier auch echt angeblich. Deswegen diese Preise so hoch. Ich habe direkt am Giza, auf den Pyramiden, gibt es da sehr viele Fake-Produkte für $1. Und damit identifizieren sie sich natürlich nicht. Hier, die Dinger sind wirklich alle echt. Und hier gibt es so einen Teppich, so einen Gebetsteppich, der auch krass aussieht, ne? Also, schau mal, ja, der ist bestimmt was wert oder ist einfach nur für die Ausstellung hier. Und die Gläser sind jetzt offen, das Hotel ist neu, die bauen hier jeden Tag was dazu, so. Und, ja, heftig, fass das mal an, Alter. Heftig. Ja, musste ich machen gerade. Ich glaube, das ist Gebetsteppich, oder? Hier gibt es nochmal ein paar, also Ketten und Armbänder sehe ich hier gerade. Auch interessant. Ich nutze jetzt die Zeit, um 22.15 Uhr geht's los. Und wir gehen in die Pyramiden. Hier nochmal Ringe und Schmuck. Die verschiedensten Ringe und Schmuck im Laden. Da ist der Bauarbeiter nochmal, seht ihr? Er macht gerade hier die Bauarbeiten am Abend, wenn hier alle schlafen gehen. Bauen die natürlich hier weiter. Hier gibt es noch einiges, was sie noch zu tun haben. Das Ding ist ja neu, ne? Und es sieht echt sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Also die feilen ständig daran, das Hotel noch luxuriöser aussehen zu lassen. Wir gehen gleich nochmal in die Poolanlage am Abend, aber da gibt es natürlich auch nicht mehr so viel zu sehen. Hier sehen wir nochmal so ein Sofa, so eine Sofa-Abteilung, so ein Chill-Lounge mit einer Bar oben drauf natürlich auch. Und hier kann man sich auf jeden Fall auch nochmal hinsetzen, was essen natürlich, wenn man was bestellt. Und an den Ecken seht ihr, da kann man was zu trinken bestellen nochmal. Das ist so eine Sofa-Chill-Lounge-Bar. Und Lobby in einem. Oh, da fängt das Bomben wieder an. Zum Glück bin ich ganz woanders. Und ich höre das nicht, ne? Deswegen bin ich immer ganz woanders. Hier kann man nochmal bestimmt was bestellen. Sieht man ja auch. Hier sind die Karten. Speisekarten zum Beispiel. Aber hier esse ich nie. Ich esse nie im Hotel oder trinke auch nichts, weißt du? Ich bin eher so wie die Locals. Ich gehe dann lieber raus und hole mir was selber. Weil das ist alles so. Ich bin nicht so der Europäer. Dieser Gringo-Style ist nicht meiner, weißt du? Auf jeden Fall, ja. Beverage. Hier steht drauf, was man so essen und trinken kann. Die Preise sind natürlich unerhört. 1200, 1300. Was zu trinken? 250, 750, 4500. Moet, Sparkling, Wasser. Ja, Champagner und so. Das ist alles so, was du eigentlich nicht brauchst. Ne? Also das brauchst du alles nicht. Das ist alles so too much. Ne? Also hier würde ich mir auch nichts bestellen, außer das Wasser jetzt für 2,50 Euro. Super Ambiente hier. Dann haben wir hier nochmal ein Klavier. Ja. Und ein Billardtisch. Noch mehr Sitzmöglichkeiten. Billardtisch. An den Ecken noch mehr Sitzmöglichkeiten. Und Security natürlich bewacht. Mit Waffen. Ne? Der Security ist. Hier ist immer ganz komisch. Die Security ist hier auch wie, wie das Militär. Und die haben alle Waffen hier so. Ne? Und die gucken halt auf alles. Ja. Hier nochmal mit dem Klavier, wunderschönes Klavier an der Ecke. Gucken wir mal ganz kurz, ob das überhaupt funktioniert. Wie kommen wir da durch überhaupt? Ja. Kommen wir da überhaupt durch? Ich glaube schon. Wunderschöne Gegend hier. Also wunderschönes Hotel, hast du gesagt. Ja. Hier nochmal Katzen an den Seiten. Schau mal. Die hier rumstreunern. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, hier ist eine kleine Bar, wie ich schon da hinten gesehen habe. Hier kann man sich was zu trinken bestellen, hier kann man sich hinsetzen. Hier nur so eine kleine Musikbox. Hier das Klavier, ja. Auch geil, ne? Das Klavier ist echt, nehme ich an. Ja, schauen wir uns das mal an.
Das sieht echt aus. Das ist sogar an, wa? Das ist krass. Und was ich bei den Arabern sehr cool finde, oder bei den Ägyptern, dass denen scheißegal, was du hier machst. Fühl dich wie zu Hause, die meckern nicht so wie in Europa. Ey, lassen Sie mal das Klavier in Ruhe, würde ich jetzt in Berlin hören. Aber hier ist es so, das juckt die gar nicht so, ne? Und ja, jetzt würden einige Nazis unter euch sagen, ja, dann zieh doch hierher, dann bleib doch gleich da. Träum weiter. Träum weiter. Dein Zuhause ist mein Zuhause. Ja? Ja, nee, auf jeden Fall ist es super elegant hier. Ein super Ambiente. Wir gehen mal ganz kurz hoch in Richtung Food-Ecke, wo man essen kann. Ich glaube, das Ding ist schon zu. Ja, ist schon zu, glaube ich. Aber wir können oben noch mal gucken. Ne, das ist so eine Sitzecke sozusagen. Eine Sitzposition-Ecke. Sitzposition-Ecke? Was laberst du da, Alter? Das ist hier, kann man oben auch chillen einfach. Ne, hier kann man auch sich was zu essen besorgen. Hier ist eine Art Tagungsplatz und Essbereich. Ne? Auch hier an den Ecken. Auch sehr, sehr schön. Gehen wir mal da kurz gucken, wie das Hotel so aussieht. Das führt hier eine ganze volle Stunde hier für euch, damit ihr auch seht, wie groß das Hotel ist. Und hier nochmal die Treppen in die Hotelzimmer. Der Typ macht jetzt gerade sauber, Staubsauger und Co. Hier nochmal ein Tagungsraum. Wollte ich euch auch mal zeigen, ein Tagungsraum mit Sekretär und Büro. Hier gibt es nochmal so einen Tagungsraum, auch sehr, sehr interessant an der Ecke. Und die Leute machen natürlich auch hier Dinge. Hier gibt es Tische und alles drum und dran. Hier kann man sich hinsetzen mit einer Präsentation oder wenn du irgendwie was buchen möchtest. Wenn hier so Touren veranstaltet werden oder Geschäftsreisen, kann man das natürlich hier auch alles anmieten. Ja, auch ein wunderschöner Raum mit zwei, drei Boxen, mit mehreren Glastischen und einer wunderschönen Einrichtung hier. Oben Tagungsraum. Weiter geht's. Interessant, wirklich. Ein wunderschönes, großes Hotel. Ja. Hier wird jeden Tag sauber gemacht, gestaubsaugt und hast du nicht gesehen. Also die Jungs, Mädels geben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe. Und was mir auch aufgefallen ist, hier gibt es auch überall Kameras. Überall Kameras. Überall, wo du hingehst. Ja. Also hier sind überall Kameras angebracht und damit hier auch nichts weiterhin passiert, schauen wir mal ganz kurz an der Ecke, was da so läuft. Toiletten auch an den Ecken, sehr, sehr coole Lichter angebracht, ja, Lampen, sehr, sehr schöne Lampen vor allem. Also hier bist du mal gut bedient. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz das Essensabteil, wo man sich hinsetzen kann und essen kann. Da, wo wir letztens übrigens waren, aber ich zeige euch das einfach mal so. Hier gibt es einen kleinen Windstoß, hier eine kleine Couch-Einrichtung, wo man sich hinsetzen kann. Auch mit der Verzierung hier altägyptischen Schriften, auch sehr schön gemacht. Hier vorne mit einer kleinen Minibar, mit einer Bar, Sitzmöglichkeiten an den Seiten. Und das Hotel ist wirklich sehr, sehr groß. Also es ist nicht wirklich klein, es ist wirklich ein Riesenhotel. Ne? So sieht man das hier übrigens. Und hier nochmal mit Empfang an der Ecke. Dann haben wir hier den Eingang, die Essenskurve, sage ich immer dazu. Und hier kann man zum Beispiel auch ganz normal essen, sich hinsetzen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel auch so gleich Brot, verschiedensten Leckereien und ja, sehr, sehr interessant. Die Kollegen, die für euch direkt kochen hier, wenn ihr vor Ort seid, auch hier mit verschiedenen Gewürzen und Co., das kennen wir auch schon aus dem anderen Video. Da kann ich euch so ein bisschen zeigen, so Chicken, was hier angeboten wird. Ich habe gleich wieder Hunger, wenn ich das sehe. Da können wir auch nochmal ruhig langsam durch. Ja. Dann haben wir Kartoffeln. Ja. Was haben wir noch? Grilled Vegetables. Ja, also Gemüse, gegrilltes, gedämpftes Gemüse. Hier eine Suppe. Ja. Linsensuppe, hier Fleisch, Beef, Mini-Burger, auch nochmal Gemüse. Dann haben wir Reis, auch einen richtig geilen Reis, White Rice, Green Beans, Peas, was ist hier, Onion Soup. Ja, eine Zwiebelsuppe hier auch, sehr interessant zu sehen. Ja, wunderschönes Ambiente, auf jeden Fall. Was ist das? Mushroom Soup, eine, keine Ahnung, Pilze-Rahmsuppe.
die Kollegen, die hier wirklich 24/7 hier sind, aufräumen am Desk. Da sind Leute, die essen, sich überall hinsetzen können. Und ja, drumherum auf jeden Fall ein schönes Ambiente und das Hotel ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und I'm coming now to you. Coming one minute. Okay. Yeah. Danke, danke. Und auf jeden Fall wunderschön hier. Ja. Sehr, sehr schön hier. An den Ecken auch sehr gut verziert, wie man das? Eine Einrichtung? Wie man das? Was heißt verziert? Deko, eine wunderschöne Deko. Was war das Wort dafür? Küche mit Essensbereich. Hier gibt es noch mehr Platz. Ja, das ist wie gesagt diese große Kurve hier. Kann man sich überall hinsetzen und sie bringen euch zu trinken am Tisch. Ja. Und Vollpension, Halbpension oder All-Inclusive. Ich glaube, daher, dass das Hotel neu ist, sind sie am Anfang immer sehr ultra-freundlich. Ich weiß nicht, eigentlich sind sie immer freundlich, ohne jetzt hier Scheiße zu erzählen. Aber man sieht hier die Einrichtung, ne? Also von der Qualität her, diese ganzen ägyptischen Verzierungen. Dann die Messer und Gabeln sind präzise hier an ihrem Platz. Es ist super sauber, wenn ich kurz mit dem Finger rübergehe und dann so raufhalte. Es ist super sauber. Kein Staub, kein Dreck an den Ecken. Ein sehr, sehr schönes Hotel hier, schaut mal. Wunderschön gemacht. Wir schauen uns nochmal hier die Terrasse an. Man kann ja auch nach draußen gehen auf der anderen Seite. Und ja, wunderschön hier. Mit der Außenterrasse, mit dem Pool. Da gehen wir jetzt übrigens hin als letztes. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video, mit dem Rundgang. Das ist das Hotel hier. Ja, Pyramids Park Resort. Ja. Also Pyramids, weil wir hier direkt an den Pyramiden sind, von Gizeh. Das sind 1,8 Kilometer, ist nicht weit, ist eine Kurzstrecke mit dem Taxi oder mit dem Uber. Mit dem Uber. Und das sind so 50 Cent mit dem Uber, 1 Euro. Ja. Wenn du weiter in die Stadt fahren willst, sind das 2-3 Euro. Das ist echt super günstig hier. Die Einrichtung ist schön. Wir sehen hier auch den Fußboden. Wunderschön. Alles wirklich klassisch und passend eingebaut. Und jetzt gehen wir mal, switchen wir mal in die Main-Linse. Ja, gucken wir mal ganz kurz die Main-Linse. Ups, ich wollte da nicht zu ihr ranzoomen, auf jeden Fall. Ja, hier sind wir dann an der Poolanlage. Ja, gehen wir und nehmen wir sie auch nochmal mit. Das war der Essensbereich oben und hier nochmal kurz die Poolanlage ablaufen. Da vorne auch eine Bar und so eine Poolbar an der Ecke. Können wir auch nochmal kurz gucken. Hier gibt es noch eine Shisha. Kann man auch Shisha rauchen. Man kann ja auch fragen, was das alles kostet hier. Brother, kann man ihn mal kurz fragen. Brother, ja. How much is one Shisha? 170. 30. 30? Ja. Okay. Which flavor is this? Apple, lemon mint, cola. Red Bull. Okay. You have African Queen? No. No? You have watermelon chill? No. No? But this is product, this tobacco is from Egypt? Yeah. Or from Germany? Egypt. Egypt. Yeah. But is it good or is it dangerous? Good, yeah. It's good. Yeah, good. Yeah, Egypt is the best on tobacco. In Shisha. Ah, okay. Er sagt mir gerade, Ägypten ist das Beste, wenn es Richtung Shisha geht. Okay, you know what? I'm gonna try today. Okay, Halas. No problem. Okay. Okay, I'm gonna come to you in 10 minutes. Where I can find you? In here? Here? Here, yeah. Okay. Okay, 130 ist um die... 30. 130. 130. Wie viel sind das in Euro? How much is das in Euro? In Euro... Hotel ist immer ein bisschen teurer. I think 4 Euro. 4 Euro. 4 Euro. Ja, yeah, okay, Halas. Yeah. Okay, perfekt. Okay, perfekt. I wanna try original... Traditional Shisha from Cairo. Not Cairo. No? What is it? You know, just in Giza. Ah, yeah, okay, Giza. Yeah. Also original, traditionelle Shisha in Giza. Okay, yeah. Egypt. Yeah. Okay. Give me 20 minutes. 50 minutes and you 50 come minutes, for me? 50 minutes, 20 minutes. Yeah, tomorrow? No, now. Today. Now, today, yeah, okay, yeah. Okay. No problem, see you now. Okay, but you know, we close another 13 minutes. Oh. And Shisha take 15 minutes for make.
Okay, so the problem is I have only euro. No problem, yeah. You can change? Yeah. Oh, yeah, okay. No, okay. But change Egypt. Give me euro and change Egypt, not euro. Okay, okay, because I have 50 euro. This is thousands. No, 50, this is too much. I have only 50. Thousand, too much, this too, is, too much. This is 1,600 Egypt. Yeah, too much. Maybe I can take today and I give you tomorrow? Is possible? No? I'm here, everybody know. I can't, I'm okay, sorry. Okay. I'm sorry. So I go smoke tomorrow. Okay, no problem. I stay in here for you. I'm gonna come. Okay. Because tonight I'm gonna go to the pyramid sleep. Okay. In the pyramid. Okay. Yeah, thank you. Thank you, brother. You're welcome. Dankeschön, thank you. Okay, brother. You make very good shisha, yeah? Yeah. Yeah? Okay. Tomorrow. Okay, I try. Okay. Because you make good. Okay. Thank you, bro. You're see you. Hier nochmal eine Bar. Am Abend sehen wir hier noch eine Bar, wo Leute sitzen. Auch eigentlich nur alles ältere deutsche Menschen. Ich bin hier alleine mit meinem Kollegen. Er ist gerade im Zimmer, will sich vorbereiten für die Tour am Abend. Und hier sehen wir auch wunderschön hier mit so einer Art Poolbar an der Seite. Hier kann man auch wieder in die Weitwinkellinse gehen. Poolbar an den Seiten, hier direkt hier am Pool. Und hier an den Seiten gibt es noch ein Café. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ja. Und da hinten Pool Seabar an den Ecken, kann man auch noch mal zeigen. Und genau, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Schauen uns mal an, was hier so zu bieten haben. Hier sieht das irgendwie nach Eis aus. Ja. Ich glaube, das Ding ist auch offen. Bloß keiner ist drin. Eis ist auch Zucker. Ich esse ja auch keinen Zucker mehr. Ja, also auch kein Eis, dementsprechend kein Eiscreme. Hier eine kleine Bar, so eine Eisbar. Poolside Bar nennt sich das Ganze. Auch interessant am Abend, wenn es abkühlt, könnt ihr euch hier hinsetzen. Auch sehr, sehr interessant hier. Ja, da kommen immer mehr Leute dazu. Und der Shisha-Mann hat es jetzt auf mich abgesehen. Der folgt mir jetzt überall hin, wo ich hingehe. Und die wollen natürlich Geld machen. Das kostet hier niemals 4 Euro. Das kostet vielleicht 50 Cent, so eine Shisha hier. Ihr müsst verstehen, dass sie in einer riesen Inflation sind und dass ihr Geld am Wert verloren hat. Unendlich. Ja, also es ist wirklich... Ja, da sind die Jungs wieder hinter mir. ja, wunderschönes Ambiente auf jeden Fall. Wunderschöne Poolanlage hier an den Seiten. Kann man sehen, auch morgens kommen die ganzen Europäer her, breiten sich hier mit ihren Handtüchern aus. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist überall gleich. Nicht nur in der Türkei oder Spanien, auch hier in Ägypten vor allem. Ganz, ganz schlimm mit den Engländern und Deutschen. Aber die Nummer eins ist wirklich Russland. Also die Russen kommen hier zuerst hin am Morgen, wirklich. Die Russen sind die Ersten, dann kommen die Engländer und die Dritten. Und die drittschlimmsten sind Deutsche, ja. Aber Russen kommen hier meistens schon um 4 Uhr morgens, ja. Hauen ihre Handtücher rauf. Und es ist eigentlich verboten, die Hotelleiter oder die Hotelleute wollen das nicht. Die sammeln die Handtücher wieder ein und die Russen kommen mindestens zweimal morgens hierher. Zweimal in der Nacht und reservieren sich das zweimal. So, und dann bist du wach, möchtest um 9 Uhr morgens hier mal kurz runter und alle Dinger sind belegt, Alter. Und der Boden ist kochend heiß. Aber er macht ja nichts, man kann ja auch immer nur im Wasser bleiben. Das kann keiner einem verbieten so. Ja, hat man ja auch gebucht, hat man auch sein Recht. Hier eine kleine Bühne. Verzeiht mir, wenn ich heute so viel Scheiße laber. Hier eine kleine Bühne auf jeden Fall. Eine Art Bühne. Und hier finden dann auch so Shows statt. Was auch immer, ne? Animation. Hier wird eine große Box hingebracht. Und dann gibt es auch Animationen mit Menschen, die vorne, die im Wasser sind. Und dann gibt es so einen Instructor, der die Leute motiviert und einheizt, ne? Auch nicht nur die Security, auch die Pool-Leute sind hier 24/7 am Schauen und unterwegs, weil die kannst du eigentlich zu jeder Zeit ins Wasser gehen. Oh, ich habe einen Schluck auf, tut mir leid. Oh, ich habe mich zu überfressen, Alter. Aber normalerweise ist hier ab 17 Uhr schon Ruhe. Also ab 17 Uhr ist hier schon Sendepause, sozusagen offiziell zu. Aber hin und wieder mal habe ich gesehen, dass da dann trotzdem Leute reingehen und sich da reinwerfen. Ins Wasser springen. Es ist eigentlich, ja, scheißegal. Sie sagen nichts, weil du halt Kunde bist und die weisen sich nicht mal darauf hin so. Daher sind hier immer noch so ein paar Bademeister. Das ist der Typ, der lungert da auch rum da. Vielleicht sieht man ihn. Ja, da sitzt auch einer drin und achtet natürlich hier aufs Wasser. Hin und wieder mal springen Leute halt rein. So. Interessant, sehr, sehr interessant die Ecke.
Und ja, da kann man sich was bestellen. Ich weiß nicht, ob das all-inclusive ist. Nein, hier bestellen sich die Leute was. Hier geben sie Geld aus. Ja, ja, hier geben sie Geld aus. Und verständlich auch irgendwo. Auch hier die Brücke, die mittlerweile auch gesperrt ist. Auch interessant. Mit der Brücke so. Bin jetzt auch den ganzen Tag hier rumgeschwommen. Unter der Brücke gewesen. Von der Brücke gesprungen. Also ich wurde hier nicht mal einmal ermahnt. Das interessiert die Leute nicht. Ja, wenn du dir wehtust, musst du dir selber zahlen. Ja, musst du halt alles für dich selber aufkommen. Ja, das Prinzip ist so wie in Amerika hier. Wenn du dir was brichst, Alter, bist du selbst am Arsch. Die bringen dich aber schon ins Krankenhaus, bloß du musst hier echt Schotter ablegen, Alter. Wirklich richtig krass zahlen musst du hier. Ja, das ist kein Geheimnis. Ja, interessant. Ein sehr, sehr interessantes Hotel hier. Wirklich. Wir gehen wieder zurück zur Lobby, zur Ausgangsposition, woher wir kamen. Ach, guck mal hier. Ach, dieses Juwelier habe ich ja auch schon gesehen. Ja, ja. Diesen Juwelierladen habe ich ja auch schon gesehen. Hört auch schon mittlerweile zu. Genau. Wunderschönes Ambiente, wirklich. Wunderschönes Hotel. Wenn ihr euch vornimmt, nach Ägypten zu gehen, vor allem nach Kairo, und euch die Pyramiden anzugucken, dann kommt in dieses 4-5-Sterne-Hotel. Ich weiß nicht, da steht, online steht 5 Sterne. Wenn du hier ankommst, steht 4 Sterne. Aber, ja, ja, ich würde trotzdem sagen 4 Sterne. 5 Sterne ist dann doch nochmal eine Nummer höher. Es ist alles cool hier, versteht mich nicht falsch. Aber ich sage 4 Sterne wegen dem Preis auch, weil das wirklich dementsprechend günstig ist für solch einen Service. Ja? Also, was heißt günstig? Pro Nacht 100 Euro. Das ist schon ein bisschen hart, wenn du jetzt irgendwo in Deutschland, in Berlin, ohne Pool und irgendwo unterwegs bist in der Schweiz, ist wahrscheinlich noch teurer. Aber ich meine, für diese Verhältnisse, für diese Luft und dieses an den Pyramiden und so, ist natürlich sehr, sehr billig, meiner Meinung nach. Das ist super günstig. Ja? Dementsprechend. Das war's. Wir sind durch. Wir gehen jetzt hier nochmal raus, wo wir auch angefangen haben. Dann ist auch diese Tour hier zu Ende. Ja, Mann, ich komme immer falsch raus, weil hier sind die Türen. Ja, und wie gesagt, es ist alles super safe. Ihr seht hier, ne? Wir sind hier 700 Kilometer weg von Gaza. Und in Gaza ist gerade Krieg. Und was ich natürlich selber scheiße finde. Aber wir sind kleine Menschen, wir können da eh nichts ausrichten. So, also, wenn ihr aber denkt, ey, ich habe schon vorher gebucht und ich möchte hier Urlaub machen, jetzt habe ich aber Angst wegen Gaza, das braucht ihr nicht. Hier ist alles sicher. Guck mal, vorne kann ich euch nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann, weil da ist Militär auch an den Ecken. Hier ist ein Tourbus. Ja, hier ist ein Tourbus. Da hinten sitzt Security mit Militär übrigens. Ja, da sind Jungs, die darf man nicht filmen. Vor allem da im Häuschen. Ja, es ist immer mindestens einer von der Militär auch hier. Ja, also die sind hier vernetzt. Das heißt, was auch immer hier passiert, ist hier alles gesichert. Hier kann also nichts passieren. Danke euch, das war's. Das war das Hotel Pyramids Park Resort. Mein Name ist J6, All in the Mix. Danke, dass ihr mit eingeschaltet habt. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin draußen. Danke. Also es ist hier wirklich vollkommen sicher. Ich lebe noch, ich bin gelandet. Ja, ich bin jetzt mittlerweile den dritten Tag hier. Dritter Tag. Oh nee, das war der zweite Tag heute. Der dritte Tag bricht jetzt an. Und wir haben es jetzt offiziell 21 Uhr. Und wenn ihr herkommen wollt, macht es einfach. Kairo oder Ägypten ist sicher. Kein Land, kein arabisches Land der Welt ist zurzeit so sicher wie Kairo. Vor allem hier an den Krisengebieten, an den Krisenländern, an der Grenze. Okay? Dass Dubai und Saudi-Arabien auch sicher ist, ist klar. Aber Kairo ist super, super sicher. Ja, Ägypten ist super sicher. Ja, ich habe Kairo bevorzugt, weil mich die ganzen Touristen stressen auf Sharm el-Sheikh und Hurghada, weil mich das alles stresst dort. Da will ich gar nicht hin. Da sind die Preise unverschämt, alles überteuert für Touristen halt angepasst, dass die Europäer einfach nur da herumlungern nach den Anlagen immer. Ich habe euch nur gezeigt, wie man hier chillen kann. Ansonsten bin ich selber nie hier. Ich springe morgens von 9 bis 12 Uhr rein. Dann haue ich auch wieder ab, genieße den ganzen Tag draußen. Ich bin nicht hier in der Anlage, wirklich. Nur für ein paar Stunden und nur zum Schlafen. So, bis zum nächsten Mal. Grüße aus Kairo, Ägypten. J6. Kommt einfach her und lasst euch überraschen. Peace.